Yoga Om, Yoga auf erwachsene Art. Ja, das Thema ist Vipassana. Ich habe ja vorhin schon gefragt, ob ihr irgendwie schon mal damit in Verbindung gekommen seid. Die einen haben so mit dem Kopf genickt, die anderen haben eher zugestimmt, aber die meisten haben, ich glaube, mit dem Kopf nach rechts und nach links genickt, was bedeutet, dass es eher vielleicht noch nicht so weit ist. Eigentlich ist Vipassana ein völlig verdrehter Begriff, den es eigentlich im Original gar nicht gibt. Denn Vipassana ist der Pali-Begriff. Eigentlich heißt es im Original Vipassana, auch Sanskrit, ich weiß nicht, also das ist die Sanskrit-Bedeutung in der Sanskrit-Sprache, Vipassana. Vipassana ist eine Meditationstechnik, die darauf basiert, den Geist oder den Verstand zu beruhigen und ihn in bestimmte Rahmen zu setzen, damit man eigentlich als Endziel den Verstand ausschaltet. Das ist eigentlich das Endziel von Vipassana und ich würde auch behaupten zu sagen, von jeder Pranayama oder von jeder Meditation. Vipassana oder Vipassana geht immer ein mit dem Begriff Shamatha, vor allem auch in der buddhistischen Tradition, aber genauso auch in allen anderen Traditionen, in der christlichen, in der hinduistischen, denn Meditation ist eine Sache, die außerhalb von Religion praktiziert wird und doch in jeder Religion stattfindet. Diese Begriffe, ich mache es ja auch noch ein bisschen anschaulicher, vielleicht macht das bei dem einen oder anderen noch ein bisschen mehr Klick oder Verständnis. Das beide sind die Sanskrit-Begriffe, das sind die Pali-Begriffe. Also Pali ist damals eine Sprache gewesen, in der man buddhistische Schriften aufgeschrieben hat, zur Zeit, als einer von den Buddhas vor 2500 Jahren gelebt hat. Samadhi sagt dem einen oder anderen der Begriff irgendwas, Meditation, Samadhi. Es gibt ja den edlen achtfachen Pfad von Patanjali. Das ist der achtfache Yoga-Pfad von Patanjali, wo Samadhi als Endziel oder als Endstufe gesehen wird. Im Endeffekt, Samadhi, Shamatha und Vipassana und Vipassana hört sich auch ziemlich ähnlich an. Mit anderen Begriffen, Samadhi oder Shamatha, was soll das bedeuten? Also diese Begriffe, ich kann mir vorstellen, die sagen euch erstmal gar nichts. Aber wenn ihr dahinter blickt, Shamatha ist die Konzentration auf ein Objekt. Das ist die ununterbrochene, dauerhafte Konzentration und das Einswerden mit dem Objekt, was auch das Endziel von Samadhi ist. In der Hinsicht macht es Sinn, den achtfachen Weg von Patanjali aufzuzählen. Hat jemand den Namen Patanjali schon mal gehört? Seid ihr mächtig, die acht Begriffe aufzuwählen, also die acht Pfade? Kann jemand von euch aufzählen? Oder wenigstens eine der Reihe nach? Was sind die ersten beiden? Yama Niyama, sehr gut. Yama Niyama. Was soll Yama Niyama heißen? Die Verbote und die Gebote. Was man? Ja, du hast jetzt gesagt Verbote, Gebote, das hört sich so wie christlich an, also das, was man nicht machen darf. Ziemlich ähnlich, ne? Also ja. Ähnlich, genau, du hast recht. Also es sind im Endeffekt Dinge oder halt so Vorschriften, wie man sich verhalten soll gegenüber sich selbst und gegenüber der Umwelt. Also im Endeffekt ethische Grundsätze. Im Yoga hat man das und ich gehe davon aus, auch in jeder anderen Richtung, die sich irgendwie mit Selbstentwicklung beschäftigt, hat man ethische Vorschriften, damit ein Mensch mit viel Energie, die er ansammelt durch die Yoga-Praxis oder durch andere Praktiken, keine unsittlichen Dinge treibt. Denn es sind Geschichten bekannt von Dämonen, zum Beispiel im Ramayana gibt es den Dämon Ravana, das war einer der mächtigsten Yogis zu seiner Zeit. Für ihn waren aber diese Vorschriften komplett egal. Er wollte alles für... Also anfangs hatte er aus guten Zwecken, er wollte ja dem Gott dienen und so weiter. Aber dann wurde er enttäuscht und hat aber festgestellt, ich bin neidisch auf den anderen und hat dann das hier alles vollkommen weggelassen und ist dann zu einem Dämon geworden. Hat dann die Welt nach seinen Vorstellungen geschaffen. Okay, was kommt als nächstes? Das ist das Einfachste, das habt ihr alle schon mal gemacht, ihr wisst, was es bedeutet, ja? Asana. Genau, richtig. Ja, was sind denn Asanas? Also, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe es auch gerade vergessen. Ja. Kann mir jemand weiterhelfen? Körperhaltung. Körperhaltung beim Yoga, Körperstellung. Genau, jetzt weiß ich. Nein, das waren genau Asanas. Das ist etwas, wo wir euch dazu zwingen, auf dem Yoga-Teppich euch anzustrengen, euch die Sehnen zu dehnen. Es reimt sich auch, die Sehnen zu dehnen und die Muskeln zu stärken. Aber eigentlich arbeiten wir durch körperliche Anstrengung mit unserer Energie. Asanas. Wie geht's weiter? Pranayama, genau.
Prana. Wir machen das auf die eine Seite Prana. Prana, Yama. Ja, Prana ist die Lebensenergie, die wir eigentlich täglich einatmen. Wenn ihr mal zum Beispiel auf den Himmel schaut, im Winter kann man das sehr gut auch zum Beispiel auf dem Schnee sehen. Ihr schaut auf den Schnee oder auf den Himmel und ihr seht so ganz feine Pünktchen hin und her so schwingen. Und wenn ihr versucht, die mit den Augen zu fangen, dann fliegen die vor euch weg. Und es gibt Plätze, wo ganz viel etwas brodelt. Man hat das Gefühl, da brodelt irgendeine Energie. Und dann gibt es Plätze, wo es gar nicht brodelt. Und da sagt man, das ist ein Ort oder ein bestimmtes Gebiet, wo die Energie förmlich vor sich hinstrahlt. Und wenn wir einatmen, mit jedem Einatemzug, atmen wir diese Prana-Energie aus. Genau. Und beim Ausatmen kommt dann unsere andere Energie, die, das ist ja auch in der Biologie bekannt unter Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid, ist Prana ist im Endeffekt eine andere Bezeichnung dafür. Und Yama ist, wie man, es gibt verschiedene Übersetzungen dafür, aber das Wort Ayama heißt eigentlich Kontrolle. Wir versuchen mittels Manipulation oder mittels Kontrolle des Verstands oder des Atems, diese Energie zu kontrollieren. Bei den nächsten Stufen wissen die meisten schon wahrscheinlich nicht mehr Bescheid, aber vielleicht, also weißt du, wie es dann weitergeht? Also, ja. Pratyahara. Genau. Die nächsten Stufen, das ist schon, wo man nur rein in seine innere Welt reingeht, rein an seinen Verstand. Deshalb, man kann sagen, dass man diese vier Stufen, die nächsten vier Stufen zusammenfasst. Wir werden sie aber trotzdem alle einzeln uns betrachten. Pratyahara. Kannst du auch erklären, was Pratyahara bedeutet? Aber immerhin, also immerhin. Wir werden, ich schreibe auch gleich die anderen. Pratyahara, Dharana und Dharana, Dhyana. Ihr müsst euch das so vorstellen, Pratyahara, wir haben heute viel über den Fernsehen geschaut oder über den Computer oder gesprochen. Wenn ihr einen Fernseher vor euch habt, dann schaut ihr mit euren Sinnen, mit euren, ihr versucht die Eindrücke wahrzunehmen von außen. Also ihr schaut von euch nach außen. Und Pratyahara heißt, dass ihr von euch nach innen schaut. Also alle Sinne, die sonst nach außen gekehrt sind, wenn ihr etwas esst oder wenn ihr etwas hört, jetzt versucht ihr alles, was in der inneren Welt sich abspielt, also wahrzunehmen, was sich im Inneren abspielt, nicht im Äußeren. Das ist eigentlich Pratyahara. Das ist, wenn ihr zum Beispiel sehr vertieft in eine Sache seid, und in der Umgebung im Hintergrund können sich irgendwelche Geräusche abspielen. Die können einen anderen Menschen völlig wahnsinnig machen, weil er sich nicht konzentrieren kann in der Meditation oder in der Pranayama. Aber ihr seid so in euch gekehrt, dass euch diese Geräusche eigentlich komplett egal sind. Die sind da jetzt irgendwo im Hintergrund, aber ihr seid so gut konzentriert, dass diese Geräusche euch nichts anhaben können. Dharana und Dhyana wird eigentlich so ziemlich nebeneinander gesehen. Ihr habt bestimmt schon mal Meditation praktiziert, gehe ich mal davon aus. Auch wenn ihr das nicht unter dem Begriff Yoga hattet, aber etwas mit Konzentration habt ihr schon mal gemacht. Und Dharana, das ist der Aspekt, wo ihr euch konzentriert, aber die Ablenkung, die, sagen wir mal so, das ist eure Konzentration, das ist eure Ablenkung. Das ist eure Konzentration, das ist eure Ablenkung. Und Dhyana ist, das ist eure Konzentration, das ist eure Ablenkung. Das ist eure Konzentration, das ist eure Ablenkung. Die Zeit, wo ihr abgelenkt seid, ist auf der Stufe der Dharana viel länger als beim Dhyana. Habt ihr so ungefähr den Eindruck verstanden? Ne? Und Samadhi, wo es auch dann langsam zu die Verbindung zum Vipassana hinübergeht, Samadhi ist dauerhafter Konzentrationszustand. Bis hin zum Zustand, wo ihr wirklich eins werdet mit dem Objekt, was ja eigentlich auch Shamatha im Buddhismus oder Samadhi im Yoga bedeutet. Ihr seid, die Grenzen vom Wahrnehmer und Wahrnehmenden lösen sich auf, müsst ihr euch das so vorstellen. Das ist, wenn ihr ein Buch lest und ihr seid so tief in das Buch vertieft und bei euch tauchen Bilder, Fantasien und Gedanken auf und ab einem gewissen Punkt seid ihr so tief in das Buch vertieft, wirklich komplett drin, dass ihr euch mit dem Held identifiziert, ihr seid der Held selbst. Das ist im Endeffekt das, was man im Yoga als Samadhi bezeichnet, wenn ihr komplett und vollkommen in der Meditation seid. Und ich würde auch das in der Hinsicht weiter bezeichnen, dass Samadhi der Zustand ist, wo der Verstand ausgeschaltet ist und sich andere, ich würde mal so sagen, Organe oder Hüllen, ich weiß nicht,
Es ist manchmal schwer in Wörtern auszudrücken, aber es ist eine andere Substanz, die die Realität wahrnehmen kann. Vielleicht. Genau. Es ist ja nicht mehr dem Verstand, weil der Verstand neigt immer dazu, schnell hier mal was, hier mal was, hier mal was. Aber hier ist etwas, was schwierig für den Verstand ist, Verstand aus, und dann gibt es andere. Dann gibt es sowas wie Astralkörper und andere Geschichten. Erstmal Fragen zu dem achtfachen Pfad von Patanjali. Ich habe das versucht, maximal einfach und ausführlich und bildhaft auch darzustellen, weil dazu werden viele Bücher und Kommentare geschrieben. Ich finde, wenn man das so einfach übersichtlich hat, kann man sich das viel einfacher verinnerlichen. Natürlich, wenn ihr diese einzelnen Stufen besser verstehen wollt, dann ist natürlich auch Praxis irgendwo gefragt. Um zum Beispiel eine Asana richtig auszuführen oder eine Pranayama oder mal so einen Dhyana-Zustand zu erleben, es ist Praxis gefragt. Aber wenn ich habe euch jetzt die Theorie gegeben, maximal einfach, damit ihr wisst, wo ihr hinarbeitet. Ja, dann sind wir nach und nach in unserer Praxis im Samadhi angekommen. Und wenn ihr fleißig praktiziert, könnt ihr das auch erreichen. Sind wir nach und nach im Samadhi angekommen. Und das ist der Punkt, wo eigentlich sich Vipassana mit Shamatha oder Vipassana mit Samadhi verbindet. Denn wie ich vorhin sagte, Samadhi ist das Einswerden, oder du hast es sehr schön zum Ausdruck gebracht, Versenkung. Also das ist das Einswerden mit dem Objekt, das, die völlige Konzentration. Und im Endeffekt, wenn man dann in das Samadhi eingetaucht ist, kann es manchmal so ein Zustand sein, komplett leer, also nichts. Euch umgibt nichts, ihr seid in so einer bestimmten Leere und ihr nehmt einfach nur diesen Zustand wahr. Wenn ihr dann aber zum Beispiel irgendeine Frage habt oder ihr könnt euch etwas nicht beantworten mit den Quellen, die euch hier zur Verfügung stellen, dann stellt ihr eine Frage an euer Unterbewusstsein oder in einigen Traditionen, zum Beispiel visualisiert man sich selber als Praktiker im vorigen Leben und stellt einem selber eine Frage, aber halt einer vorigen Reinkarnation. Und die Antworten, die ihr dann darauf bekommt, das ist eigentlich das Endziel oder das auch bis zu einem gewissen Punkt der Effekt vom Vipassana oder vom Vipassana. Denn Vipassana heißt übersetzt das Sehen der Dinge so, wie sie sind. Also die wirkliche Realitätswahrnehmung. Denn zum Beispiel nehmen wir ein Beispiel Schokolade. Ganz einfach. Auch etwas relativ harmloses, ist ja nichts Schlimmes in dem Sinne. Ein Mensch, der gerne Süßes isst, der isst diese Schokolade und er findet einen positiven Strom, also eine Erfüllung der Sinne, und es macht ihm Spaß zu essen. Ein Mensch, der sich versucht hat, mit der Frage zu beschäftigen, was eine Schokolade tatsächlich bedeutet, er hat diese Schokolade gegessen, nach einer Zeit spürt er, dass er auch Verdauungsprobleme bekommt oder dass bei ihm sowas wie Sodbrennen auftaucht, weil das ein Produkt ist, was den Magen übersäuert. Und da hat er im Endeffekt gesehen, was das Produkt eigentlich an sich ausmacht. Also wenn du die Emotion komplett weglässt, siehst du, was das Ding an sich ausmacht. Nur hier sind wir jetzt angekommen, wenn wir eine Vipassana machen, haben wir sicherlich irgendwelche Ziele oder sicherlich irgendwelche wichtigen Lebensfragen, die wir klären müssen. Und da bekommen wir Antworten auf die Fragen, die wir uns so nicht beantworten hätten können. Nicht mit dem Verstand, nicht mit Büchern, die ihr irgendwie gelesen hätten könntet. Das ist eben so der Sinn vom Vipassana. Das Sehen der Dinge so, wie sie sind. Das ist eine kurze Einleitung, Einführung. Fragen zum Vipassana oder zum Samadhi, zum Vipassana. Erstmal, das war es mal mit der Einführung. Ich werde sonst immer alle Dinge wegwischen. Ich lasse nur die Überschrift da, damit man auch am Ende weiß, worüber wir eigentlich gesprochen haben. Ja, das war ganz interessant. Da hat man Yoga-Lehrer, der hat eine Lektion über Pranayamas gehalten, also über diese Atemtechniken. Und am Ende, weil die Zuschauer haben solche Fragen gestellt, die sind komplett vom Thema abgeschweift. Da ging es dann nur noch um Yoga-Lehrerausbildung. Und da hat am Ende gesagt, das war eine Lektion über Pranayama, falls ihr das zufällig nicht mitbekommen habt. Aber irgendwann ging es gar nicht mehr um Atemtechniken, es ging nur noch um Yoga-Lehrer sein und werden. Ganz interessant. Ja, es gibt verschiedene Traditionen, verschiedene Schulen, verschiedene Ansicht zum Vipassana. Vielleicht hat jemand von euch auch von dem werten Kollegen Goyenko oder Goyenka, ich weiß gar nicht, wie er genau geschrieben mit A oder Goyenka. Das ist einer, der das Vipassana sehr umstrukturiert hat und auch im Westen sehr verbreitet hat. Also ich glaube, wir haben in Deutschland über 100.000 Anmeldungen nur für diese Technik, die er als Vipassana vorgestellt hat.
aus Sicht zum Beispiel von André Werber, der die Omru-Schule vertritt, und aus unserer Sicht ebenfalls, weil wir das schon mal durchgeführt haben und es nicht ganz geklappt hat, sehen wir es nicht als ganz adäquat, wenn man nach Goenka geht, denn er schlägt einem Menschen vor, 10 Stunden am Tag durchzusitzen. Also das zum Beispiel ist das 2 Stunden sitzen, kurz 10 Minuten Pause, dann geht es wieder 2 Stunden sitzen. Und wir wissen einfach, wenn ein Mensch komplett ohne Vorbereitung, sogar angenommen, er hat ein bisschen Yoga praktiziert, er hat ein bisschen zu Hause meditiert, aber 10 Minuten zu Hause und 2 Stunden oder 10 Stunden am Tag in der Yogahalle und das 10 Tage lang, das können die meisten Menschen nicht. Und wir haben das in unserem System ein bisschen transformiert. Ich werde darüber später noch einiges ausführlich erklären. Bei Goenka wird sehr viel Akzent auf Statik gesetzt, also dass man einfach nur sitzt, in sich versenkt und diese Leere wahrnimmt. Da wird zum Beispiel konzentriert man sich auf die Nasenspitze und so weiter. Ich will auch gar nicht so viel dazu erzählen. Ich will einfach nur sagen, dass unsere Technik sich damit beschäftigt, aus verschiedenen Schulen das Beste rauszufiltern, aus unserer Sicht, wie wir das Beste definieren würden. Grundsätzlich, Vipassana geht, sage ich mal, die volle Variante auf Erwachsenheit, wie man das so schön sagt, immer 10 Tage. 10 Tage, das ist kein Urlaub. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist kein Urlaub, das ist harte Arbeit. Aber nachher, wenn die 10 Tage vorbei sind, empfinden das die meisten als den besten Urlaub, den sie jemals hatten, weil so still und so in sich gekehrt waren sie seit ihrer letzten Reinkarnation nicht mehr. Und ihr müsst euch vorstellen, 10 Tage voll mit Praxis. Man wacht früh morgens auf. Ich kann euch ja auch so ein bisschen das Programm schildern. Man wacht zum Beispiel morgens um, weiß gar nicht, 5 teilweise. Also einige stehen auch um 4 auf, praktizieren schon seit 4. Ich glaub 5 Uhr, ne? So, ne? Zum Beispiel, man steht um 5 Uhr auf. Da hat man, genau, um 5 Uhr steht man auf, dann hat man um 5:30 zum Beispiel die erste Meditation von 7.30 Uhr, haben wir 2 Stunden. Die Meditation, ja, die Technik werden wir auch mit euch durchgehen, hat man eine Visualisierung. Beziehungsweise, das heißt eigentlich überall Meditation, aber wir werden dazu... dann geht das Programm auch weiter. Dann hat man zum Beispiel Hatha Yoga. Das ist so für euch zum Übersicht. Dann hat man hier so eine kleine Pause mit Mittagessen und so weiter. Mit Frühstück, das ist aber überhaupt nicht wichtig in dem Sinne. Dann geht es angenommen mal weiter um 13 Uhr bis 15 Uhr. Das ist lediglich nur ein Modell. Pranayama. Ja, ich werde das gleich nochmal vorlesen. Zum Beispiel, man steht morgens um 5 auf, dann hat man die erste Visualisierung. Das ist eine Technik, wo man sich hinsetzt. Durch eine langsame Streckung des Atems versucht man, sich nebenbei noch ein Bild vorzustellen. Zum Beispiel eine weit verbreitete Technik. Man visualisiert sich unter einem Baum als jemand, der gerade die gleiche Praxis praktiziert, aber man visualisiert sich in einer anderen Existenz. Also man geht in seine innere Welt, man sucht dieses Bild, wo man schon mal sich in einem vorigen Leben so konzentriert hat und versucht, Kontakt zu dieser Person aufzubauen oder zu dieser Existenz. Das verläuft in den ersten 2 Stunden. Ihr denkt euch jetzt bestimmt 2 Stunden, wie könnte ich 2 Stunden ruhig an einem Ort sitzen? Tatsächlich aber, wenn man diese Welle von der Konzentration erreicht und wenn man teilweise in eine andere oder halt in seine innere Welt vertieft ist, können zum Beispiel, ich habe einmal erlebt, da sind 2,5 Stunden einfach vorbeigeflogen und ich wollte dann nicht mehr rausgehen aus der Praxis. Und dann habe ich einfach nur die Augen aufgemacht und ich habe einfach nur so gelächelt. Also ich saß einfach da und habe mich einfach so gefreut. Dann war so richtig in mich gekehrt, so richtig ruhig und betrachte eigentlich, es ist nichts wichtig in dieser Welt. Also wir werden halt zum Beispiel sterben, diese Existenz verlassen, wir müssen über ganz andere Dinge nachdenken. Aber in diesem Moment vergeht die Zeit einfach schnell und es gibt einige Schulen, wo man zum Beispiel 3 Jahres Vipassanas macht, wo man sich für 3 Jahre in eine Höhle einschließt und dann 3 Jahre durchpraktiziert. Alleine. Da gibt es noch nicht mal jemanden mit einem Stock, der dir hinterher rennt und dich dazu zwingt. Dann zum Beispiel 37 bis 39. Zwischendurch mal eine kurze Pause natürlich. Ist ja ein bisschen wie bei uns. Kurze Pausen. Hatha Yoga. Hier bei Goenka gibt es kein Yoga. Da gibt es nur Sitzen. Hier
wenn ein Mensch kurz bevor er sich hinsetzt für eine Praxis, seine Muskeln, seine Sehnen ein bisschen dehnt, seine Muskeln ein bisschen anspannt und wieder entspannt, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, aber die Effektivität seines Sitzens steigert sich um mindestens 30% oder bis 40%, als hätte er das Yoga nicht gemacht. Das Yoga bereitet im Endeffekt eigentlich auf die Meditation vor. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden haben, der so sitzt und das tut ihm alles höllisch weh, wenn er einmal oder zweimal Yoga gemacht hat, dann werden die Beine schon ein bisschen lockerer, legt er sich noch Kissen drunter, dann kann er sich entspannen und problemlos sitzen. Da kann er auch was in der Meditation erleben, als wenn er die ganzen Schmerzen hat und das gar nicht aushalten kann. Deshalb haben zum Beispiel einige Yoga-Lehrer aus Indien das sogenannte Meditieren im Liegen eingeführt, wo Menschen dann liegen. Aber der Meister selber argumentierte das damit, die Invaliden und die Behinderten aus dem Westen, die können noch nicht mal eine Stunde lang sitzen, die sind aus Holz und aus Stahl gebaut. Deshalb haben wir sie hingelegt, damit sie wenigstens ein bisschen was in der Meditation erfahren. Aber ich finde, ein Mensch sollte sich immer dazu anstrengen, gerade, vor allem auch mit dem geraden Rücken zu sitzen. Das ist ein energetischer Aspekt. Weil wenn ein Mensch so leicht nach vorne gekrümmt ist oder die Schultern nach vorne gehen, Energie kann nicht bis zum Kopf fließen. Und eure Konzentration, euer Erfolg in der Praxis hängt genau davon ab, wie gerade euer Rücken ist, wie die Energie den Rücken hochwandern kann und dann am Kopf sich befestigen kann. Weil ihr konzentriert euch auch, zum Beispiel wenn ihr die Augen schließt, dann habt ihr so eine tiefe Versenkung, so eine tiefe Konzentration, dann habt ihr das Gefühl, als würde sich hier so irgendwie Energie irgendwie so aufbauen. Als würdet ihr zum Beispiel mit geschlossenen Augen trotzdem sehen, was da passiert. Das ist eben die Energie, die bis zum Kopf anwandert. Und wenn man das aber dann nicht hat, und wir bemühen uns eben mit dem Hatha Yoga, dass es dem Mensch einfacher ist, das Ganze durchzusetzen. Dann hat man so provisorisch Pause, dann geht es weiter, 2 Stunden Pranayama. Es geht darum, sich auf den Atem zu konzentrieren, den Atem zu strecken. Eine leichte Askese beim Einatmen und Ausatmen zu erleben, um euren Verstand auf dem Atem zu fixieren. Denn der Verstand ist wie ein Kleinkind. Zum Beispiel, euer Kind kommt und nervt euch und so, Mama, Papa, schau mal hier, gib mir das. Aber wenn ihr ihm irgendein Spielzeug gibt oder ihm irgendeine Beschäftigung findet für eine Stunde, dann habt ihr selber ein bisschen Ruhe und das Kind ist beschäftigt. Das Gleiche wollen wir mit unserem Verstand auch erreichen. Wir wollen ihm irgendein Spielzeug geben, in dem Fall ist das zum Beispiel unsere Atmung, in dem Fall ist das ein schönes Bild von einem Baum oder von einem schönen Praktiker. Und in der Zeit, wo er sich damit beschäftigt, können wir in uns gehen und uns selbst erforschen. Das ist, also im Yoga ist alles praktisch, einfach und einfach zu erklären. Dann hat man hier 1 Stunde individuelle Praxis. Denn alle anderen Praktiken machen wir in der Gruppe, aber eine Praxis macht jeder individuell für sich. Zum Beispiel geht er entweder in sein Zimmer, wenn es kalt ist, oder im Sommer, wenn es wärmer ist, unter einen Baum und praktiziert selber mit sich. Denn die Gruppenenergie ist eine Energie. Wenn ihr alleine mit euch seid, ist es eine andere Energie. Manchmal kann euer Ergebnis beeinflusst werden von der gemeinsamen Energie. Manchmal könnt ihr auch kein Ergebnis bekommen, weil es gerade so eine, sage ich mal, schwierige Phase in der Gruppe gibt. Jeder muss Askese spüren, es ist für jeden schwer. Wenn ihr mit euch alleine seid, könnt ihr bessere Ergebnisse erreichen oder manchmal auch schlechtere, wenn ihr noch nicht so gut vorbereitet seid. Weil der Effekt der Gruppe ist folgender: Wenn ein Mensch vielleicht ein bisschen weniger Erfahrung mit Yoga hat, aber er mit Leuten praktiziert, die mehr Erfahrung haben, die ziehen ihn hoch. Natürlich, die mehr Erfahrung haben, die müssen eine Stufe runtergehen. Aber für sie ist das kein Problem, weil sie können diese Probleme halt oder auch bis zu einem gewissen Grad diese Askese ertragen, weil sie sich damit schon auskennen. Es ist immer besser, wenn Anfänger zusammen auch mit Fortgeschrittenen praktizieren. Das hat meiner Ansicht nach keinen Sinn, die Leute in so einzelne Gruppen zu teilen. Sag, okay, Fortgeschrittene, Mittel, Anfänger. Wenn die Leute alle gemeinsam praktizieren, was wir auch in unserem Yoga machen. Wir sagen euch zum Beispiel, macht die Asana und wir geben euch 3 Varianten. Zum Beispiel für Anfänger, für Mittlere und für Fortgeschrittene. Und der gemeinsame Effekt macht es aus. Also ihr werdet in diesem Leben nie etwas alleine schaffen. Immer nur durch Teamarbeit, immer nur durch gemeinsames Tun und nicht durch, weil dieses Teilen kommt von diesem egoistischen Anhaftung, von der Daniela vorhin versucht hat, am Ende noch was zu besprechen. Dann ist die individuelle Praxis vorbei, man kommt dann wieder zurück in den Raum und dann haben wir gemeinsame Konzentration. Das ist ein Bild oder ein Sinnbild, das kann zum Beispiel eine Aufzeichnung von irgendeiner Gottheit sein, egal aus welchem Pantheon, egal wie der Name heißt. Das kann auch einfach nur ein Punkt sein. Das ist etwas, das ist ein äußeres Objekt, ein äußeres Bild, vielleicht auch eine Statue, die ihr euch betrachtet. Dann schließt ihr die Augen, versucht euch die zu visualisieren. Mit anderen Worten, versucht ihr
Kontakt zu der Energie aufzubauen, die hinter dem Sinnbild steht und nicht zu diesem gemalten Sinnbild, das von irgendeinem Künstler stammen könnte. So mal, das ist so eine ganz esoterische Geschichte, weil was versteht ihr zum Beispiel unter dem Begriff Gott, wenn ihr zum Beispiel, oder Gott oder Gottheit, wenn ihr eine Verbindung dazu aufbauen wollt? Und wenn ihr zum Beispiel diese Darstellungen von Gottheiten seht aus dem Buddhismus oder Hinduismus, wie deutet ihr das? Oder wie? Weil ihr habt jetzt so ein Bild gegeben, wie ihr das seht, aber es gibt andere Kulturen, die sehen das komplett anders. Also wenn ihr solche, so mit Schilberbildern oder mit anderen, was bedeutet das für euch? Weil gewisse andere Menschen empfinden das ja das zum Beispiel als Gott oder als Gottheit. Was würdet ihr dazu sagen? Wenn da jemand kommt, der hat dann ganz wild so einen Dreizack in der Hand, irgendwie. Ja, das ist jetzt ein Mensch, kein Gott geworden, aber ist eigentlich kein Problem. Der hat dann irgendwas auf dem Kopf rum und dann hat er noch eine Schlange oder so. Das sieht für uns ein bisschen komisch aus. Das sieht für uns so ein bisschen vielleicht auch barbarisch an oder halt ungewöhnlich zum ersten Mal, weil unser Verstand einfach in einer anderen Mentalität und Kultur aufgewachsen ist. Im Endeffekt wird auch jeder von euch seine eigene Definition von Gott haben. Das habe ich sogar jetzt auch gemerkt von dem, was ihr gesagt habt. Und viele Fragen könnt ihr euch aber so nicht beantworten. Also ihr habt so Fragen und ihr wüsstet auch vielleicht gerne, wie ist das Universum entstanden, warum hat Gott das so oder so gewollt. Und jetzt hat jeder von euch so eine Vorstellung gehabt, auch wenn ihr es gerade nicht ausgesprochen habt, ihr habt darüber nachgedacht. Also ihr habt euch ein bestimmtes Bild geformt. Und in dieser Praxis, Konzentration, versucht man durch irgendein Sinnbild, vielleicht mag es auch Jesus sein oder irgendwas anderes, man versucht durch ein Bild Kontakt zu Gott aufzubauen. Das ist praktisch wie ein Medium. Das ist wie zum Beispiel, Fernseher wäre jetzt ein schlechtes Beispiel, aber wir bringen es trotzdem an. Ihr sitzt hier, also ihr seid der Rezipient. Hier ist ein Medium, ihr sitzt vor dem Bildschirm und hier ist ein anderer, hier ist der Botschafter oder der Sender. Und er sendet euch irgendwas und ihr empfangt es dann. Aber ihr wisst ja gar nicht so, wer dahinter sitzt. Ihr könnt ja gar nicht Kontakt zu ihm aufbauen. Direkt könnt ihr zu ihm keine Verbindung aufbauen. Das ist halt ausgeschlossen. Und dann versucht ihr irgendwie über das Bildschirm irgendwie da was zu erreichen. Selten klappt es bis gar nicht. Wenn ihr aber jetzt die Konzentration nimmt, das ist das gleiche Prinzip. Hier sitzt eine Gottheit oder eine angenommene Gottheit, sagen wir mal, irgendeine Vorstellung, die ihr euch kreiert habt von dem, was Gott ist oder sein könnte. Und hier ist irgendeine Abbildung, sei es auch eine Ikone oder eine Statue, auch ein Kreuz oder was auch immer. Und direkt zu der Energie könnt ihr halt nicht gelangen. Und dann macht ihr das über einen Umweg. Also, oder was? Ja, es ist einerseits Umweg, aber versteht ihr ungefähr, worauf ich hinaus will? Ihr verwendet eine Prothese, aber um dahin zu gelangen. Aber ohne der Prothese könnt ihr am Anfang noch keinen Kontakt dahin aufbauen. Das ist wie mit Telefon. Wir können uns ja nicht über Telepathie unterhalten, zum Beispiel über mehrere Kilometer. Also verwenden wir ein Telefon, um diese Leitung aufzubauen. Und so ist es ungefähr auch. Ihr zückt euer Handy und dann geht ihr auf die Telefon-App zum Beispiel. Dann gebt ihr die Telefonnummer ein, zum Beispiel Gott so und so. Und dann ruft ihr an. Und so, also das ist ganz einfach und primitiv erklärt, aber so ungefähr funktioniert das hier auch. Ich hoffe, ihr habt ungefähr verstanden, weil das ist so ein bisschen schwierig, auch vielleicht für den westlichen Menschen zu verstehen. Weil in der buddhistischen Tradition, da gibt es tausende Bilder und man wählt sich irgendeins. Aber es ist auch nicht gesichert, dass der Gott genauso aussieht wie auf dem Bild. Das Bild entspricht natürlich nicht der Realität. Das ist eine Illusion, die geschaffen wird. Aber über diese Illusion, die verständlich ist für euren Verstand hier und jetzt, könnt ihr Kontakt aufbauen zum Schöpfer oder wie ihr das für euch die Gottheit zum Beispiel definiert habt. Und dann werdet ihr auch feststellen, dass die Beschreibungen von dem, wie Menschen zum Beispiel in einer Religion Gott interpretieren, das ist völliger, ich kann auch wirklich sagen, Schwachsinn, weil Menschen versuchen zu interpretieren, aber sie versuchen nicht direkt Verbindung zu ihm aufzubauen. Und es gelingt sehr wenigen Menschen, direkt Verbindung zu ihrem Objekt der Konzentration aufzubauen. Das sind dann schon Yogis. Ich weiß, in der muslimischen Tradition, in der christlichen Tradition gibt es auch solche Leute, die wurden teilweise von der offiziellen Kirche oder vom offiziellen Moschee als vielleicht Wahnsinnige abgestempelt, weil sie haben über Gott gesprochen und sie haben halt natürlich das Gegenteil von dem erzählt, was in den Schriften steht. Und natürlich werden sie als Blasphemisten und so weiter abgestempelt. Aber sie haben halt die Realität gesehen, die Wahrheit. Und sie waren alleine und alle anderen haben das natürlich nicht gesehen. Und deshalb sagt man auch, dass man eigentlich über so etwas nicht spricht. Ich habe euch zwar gefragt, was Gott für euch bedeutet, nur um euch
anzuregen, darüber nachzudenken. Ihr müsst es auch gar nicht für äußern. Das ist auch bei jedem bis einem gewissen Punkt auch eine individuelle Sache. Für mich zum Beispiel gibt es so einen Begriff wie Gott in dem Sinne nicht, weil ich, wie gesagt, auch nicht definieren kann. Ich kann nicht sagen, diese Gottheit ist jetzt der Gott, von dem gesprochen wird, in der christlichen oder Allah oder irgendeine andere Gottheit. Ich betrachte das Ganze als umfassendes Bewusstsein. Also für mich ist alles, was mich umgibt, das ist so das Göttliche. Aber ich kann jetzt nicht sagen, Gott ist jemand, der da oben irgendwie auf dem Planeten sitzt und auf uns runterschaut. Das könnte ein Manager in Form von einer Gottheit sein. Es wäre auch absurd zu sagen, dass eine Gottheit über der anderen steht. Das wäre wieder Hierarchie. Und in unserer Galaxie gibt es eigentlich sowas nicht. Da gibt es immer ein Gleichprinzip. Dann ist zum Beispiel die Praxis vorbei. Und dann kurze Pause, Abendessen. Genau, am Ende machen wir das Mantra. Da gibt es nicht viel zu sagen, eigentlich ist ein Laut, den man singt. Wir singen in dem Falle Om. Es gibt wunderbare andere Mantras, ich habe auch schon einige praktiziert, aber wir praktizieren Om. Ich sage auch nicht, dass andere Mantren schlecht sind oder andere Gebete. Es ist etwas, worauf ich mich zum Beispiel spezialisiere auch. Deshalb predige ich davon. Dann habe ich noch ein Ding hinzuzufügen zwischen den Pausen. Da hat man so eine sogenannte Gehpraxis. Das ist dann auch immer eine Stunde. Das ist, wenn ihr gegessen habt, nach dem Essen geht man gleich, macht man so eine Geh-Einheit. Was meint ihr? Warum sollte man nach dem Essen zum Beispiel gehen? Oder warum empfiehlt er sich? Verdauung besser, ne? Wird alles angeregt, Lymphsystem aktiviert, wenn man aufstampft. Könnte von euch jemand auch noch auf einen weiteren Grund kommen? Also viele gehen laufen, um ihren Verstand halt eben abzuschalten oder halt ja. Ruhiger zu werden. Meditation, ja. Abschalten, Meditation. Es geht tatsächlich in die Richtung. Es gibt generell im Yoga zwei Arten von Meditation, statisch und dynamisch. Es gibt sogar Schulen, die verwenden 80% nur Geh- bzw. Laufmeditationen. Es wird sogar berichtet von gewissen Schulen und gewissen Praktikern. Es gibt so alte Märchen. Ich glaube, vom alten Muck. Kennt ihr dieses Märchen vom Muck? Vom kleinen Muck? Nee, nicht alter, kleiner Muck, genau. Vom kleinen Muck. Kennt ihr dieses arabische Märchen? Der kriegt er dann auch so Schuhe, wo er richtig schnell so gehen kann. So Laufschuhe. Das ist eigentlich der yogische Sinn von der Praxis. Man ist so vertieft in das Gehen, man ist so auch fasziniert, so konzentriert bei dem Prozess, dass Grenzen von Raum und Zeit verfliegen und man ist fähig, innerhalb von kürzester Zeit diese Strecken zu durchgehen. Das ist eigentlich das, was vom kleinen Muck berichtet wird. Einige von euch haben sich auch das Buch vorhin angeschaut, dieses blaue Buch, was wir da haben. Da, wenn ich mich nicht täusche, gibt es sogar in dem Buch eine Beschreibung, wo genau darüber berichtet wird, wie einer. Ihr müsst euch vorstellen, dieses Buch, diese Jatakas, das sind Wiedergeburtsgeschichten von Buddha Shakyamuni. Mit anderen Worten, es kommt ein Schüler zu Buddha Shakyamuni, stellt ihm eine Frage, zum Beispiel, ich bin jetzt in den Mönchorden eingetreten und ich hatte eine Ex-Frau und die hat gesagt, okay, mach das, geh in den Mönchorden, praktiziere. Und dann ist die Frau aber wieder schwach geworden, da wollte sie wieder ihren Mann sehen und dann hat sie ihn wieder verführt. Und der arme Mönch ist dann zum Buddha gegangen und hat gesagt, ich habe gesündigt, befreie mich von der Sünde, was kann ich jetzt machen, wie kann ich mir selber helfen? Und dann hat Buddha gesagt, pass auf, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte aus der Vergangenheit, was du und diese Frau für eine Beziehung hatten. Und dann wirst du verstehen, wie du das Problem lösen wirst. Und diese Jatakas entstanden eigentlich darin, dass Buddha Geschichten erzählt, die von seinem vergangenen Leben und von dem vergangenen Leben von seinen Schülern berichten. Und in einem von dieser Jataka, die wir auch da haben, da wird auch berichtet, wie Buddha als Elefant einem Menschen halt so diese Technik gegeben hat, von dieser Gehpraxis, dieser Meditation. Er hat sich in kürzester Zeit vertieft und konnte die Strecke, die er zu Fuß in 7 Jahren zurückgelegt hat, in 7 Tagen bewältigen. Also eine Form von Meditation, von Gehpraxis. Hat eigentlich auch den gleichen Ursprung vom Meditieren, wenn ihr zum Beispiel merkt, die Zeit geht richtig schnell oder die Zeit geht richtig langsam. Das ist auch eine Beeinflussung der Zeit, von der auch Einstein zu seiner Zeit gesprochen hat, was er eigentlich mit der Relativitätstheorie ausdrücken wollte, die sich so kompliziert anhört. Das, was eigentlich die Vipassana komplett krönt oder was sie eigentlich umfasst, ist das Schweigen.
Während diesen ganzen 10 Tagen ist ein Mensch schweigsam. Was meint ihr, warum? Also die Energie geht hoch, hoch, hoch bis zum Hals. Beim Hals sprechen wir ja. Und jetzt machen wir einfach das hier zu. Warum? Weil durch das ständige Reden, durch das ständige Labern, durch das ständige Lästern, durch das ständige unsinnige Dinge besprechen. Energie rein, raus. Also Lebensenergie geht rein, sofort raus, sofort raus, sofort raus. Kein Endergebnis, es gibt nichts davon. Ihr habt ja nicht ein Geschäft ausgemacht oder ihr habt ja nicht, weiß nicht, heilige Verse vorgelesen oder den anderen Menschen zum Erleuchten gebracht, sondern ihr habt eure Energie teilweise verbunden mit dieser Chakra, die für das Svatisthana-Chakra, die mit Illusionen oder mit Genuss verbunden ist. Ja, es macht dann Spaß, über jemanden so zu reden, so lachend über jemanden zu erzählen, aber es gibt kein Ergebnis. Und die gewaltige Mengen an Energie, die ihr hier so verliert durch das ständige Hin- und Her-Geschwätz, ihr müsst euch mal vorstellen, das ist eine kolossale Energie. Bis ihr es nicht versucht habt zu schweigen, könnt ihr gar nicht nachvollziehen, was es für eine Energie ist. So viel Energie rein und ihr könnt solche Ergebnisse bekommen in der Praxis, wenn ihr einfach nur weniger schwatzen würdet. Und ihr merkt auch, nach 10 Tagen Schweigen, sogar wir bieten auch kurze Varianten an mit 2 Tagen oder 4 Tagen Schweigen. Die Leute merken erstmal, was sie überhaupt für eine Stimme haben. Sie merken sogar, dass sich ihre Stimme verändert hat. Aber de facto ist ihre Stimme wieder so geworden, wie sie eigentlich ist. Also sie haben Kraft an Stimme gewonnen. Damals in alten Schriften wusste man, wenn ein Weiser sagt, du wirst keine Kinder haben, zum Beispiel sagt so eine Frau, du wirst keine Kinder haben, dann wird die Frau keine Kinder haben, weil ein Weiser so eine Kraft hat, dass er mit seinem Wort die Realität bestimmen kann. Er kann sowohl einen Segen geben, als auch verfluchen, weil er Kraft über sein Sprechzentrum hat, über seine Worte. Ein Weiser zum Beispiel, er redet nie, wenn er nicht gefragt wird. Er ist immer demütig. Er wartet immer, bis ihn jemand fragt und dann redet er es. Und seine Antworten sind immer kurz, prägnant und zielführend. Zum Beispiel auch das Mantra, was wir heute Abend praktiziert werden. Wenn ihr das regelmäßig praktiziert, steigert ihr eure generell Redenskunst, Redensart und auch die Kraft eurer Stimme. Auch das selbstbewusste Auftreten hängt damit zusammen, dass Menschen daran sparen, welche Wörter sie von sich geben. Ihr kennt doch diese Menschen, die so manchmal wirklich die ganze Zeit was erzählen und sie versuchen, du stellst eine Frage, sie versuchen irgendwas zu beschreiben, irgendwas zu definieren, aber sie reden so viel um den heißen Brei herum und ihr versteht immer noch nicht, was er gesagt hat. Und da gibt es einen Mensch, der sagt, so ist es und das ist für euch eine Erleuchtung, weil das brennt sich sofort ein. Das ist der Unterschied. Spart der Mensch an dem, was er sagt oder verplempert er alles und es kommt auch am Ende nichts bei rum. Ja, ich habe auch, also als ich das vor einem Jahr gemacht habe, im Februar war das, ich habe versucht, so die Vorteile oder die positiven Effekte aufzuzählen, die ich so hatte. Und das waren tatsächlich über 100. Ich könnte sie auch gar nicht alle aufzählen. Es verändert sich so viel und auch so teilweise unterbewusst. Also viele Dinge fängst du neu an, automatisch zu machen. Das würde das aus deiner inneren Welt irgendwas hochkommen. Und du bist dann auch komplett anderer Mensch in dem Sinne. Der Verstand ist in Wirklichkeit, wenn ihr eine Nadel nehmt und irgendwo reinpiekst und diese kleine Piekser, dieses kleine Loch, was übrig bleibt, der Verstand ist noch kleiner als dieses Ding. Der ist gar nicht definierbar, der ist nicht fühlbar. Aber der ist fähig, alles bei euch zu steuern, wenn ihr komplett unbewusst lebt. Aber wo es dann eigentlich zur Sache ging, das war dann die 10-tägige Vipassana, wo ich würde euch natürlich gleich die 10-tägige empfehlen. Natürlich gibt es zur Vorbereitung auch die 2-tägige Vipassana. Wenn wir auf unserer Webseite diese Vipassanas ausschreiben, das sind dann so im Rahmen von so einem Seminar wie hier, 2 Tage, auch schweigen, auch praktizieren nach dem Programm, was wir hier haben, damit ihr in 2 Tagen auch interessante Erfahrungen sammeln könnt. Das ist dann als Vorbereitung für die 10-tägige Vipassana. Und in den 10 Tagen, ihr müsst euch vorstellen, den Kuchen, ja, der kommt hier auch beim Vipassana, der Kuchen. Aber das sind ja alles, das sind Sinnbilder, ne? Weil jetzt hier, das soll halt Gewalt darstellen, das soll halt so sexuelle Neigung oder irgendwelche andere Sinnlüste, das soll halt so, man isst gerne oder man ist geizig, man kriegt nicht genug von etwas. Das ist halt so Verliebtheit und Eifersucht, aber Verliebtheit halt, ne? Und das ist ja so Kampfes, man ist so kampfesmutig, man will sein Ding durchsetzen. Das ist hier so kreativ und auch so Erschaffer, so Schöpfer. Zum Beispiel Gottheiten, Shiva, Brahma, Vishnu und diese ganzen Gottheiten, die befinden sich ungefähr auf diesem Niveau. Deshalb sind sie fähig, Kraft mit ihren Gedanken eine ganze Welt zu erschaffen und sind dann in unserer Welt der Schöpfer sozusagen.
Das ist außerhalb von Kategorien. Ich kann das gar nicht definieren. Ich kann dazu nur so sagen, wenn ihr kurz davor seid, den Körper zu verlassen, dann aktiviert sich das. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Da muss man Leute fragen, die das Ganze 30 oder 40 Jahre lang praktiziert haben, die auch damit Erfahrung haben. Und beim Vipassana, wenn das 10 Tage geht, dann müsst ihr euch so vorstellen, ersten Tag, dann guckt ihr erstmal so auf die Seiten. Ihr müsst euch zurechtfinden, ihr müsst euch überleben, ihr müsst alles absichern. Okay, da ist das Klo, da ist das, da gibt es Essen, also alles geregelt, Überlebensinstinkt, alles abgesichert. Vielleicht werdet ihr auch manchmal wütend sein, wenn jemand mal so Geräusche macht, dann wollt ihr ihm auch ein bisschen Geräusche machen. Das ist interessant, bei der Vipassana trinken viele Tee. Aber die Leute, die sind ja, okay, ihr müsst Tee trinken, aber die denken überhaupt nicht an sich, die öffnen. Die können ja auch so langsam die Deckel öffnen, aber die machen so, dass es jeder mithört, so dass es plopp macht. Dann trinken, die machen so, dann schließen die es wieder. Und dann schließen die es wieder und dann stellen sie es beiseite. Und alle anderen Menschen, die denken sich natürlich positiv darüber, oh, schön, du hast jetzt Tee getrunken. Aber unsere Praxis ist dann damit vorbei. Übrigens, wenn ihr die Möglichkeit habt, jemanden bei einer Praxis nicht zu stören, dann macht das auch. Also dann stört den Menschen nicht bei der Praxis, wenn ihr selber zum Beispiel nicht praktiziert. Oder wenn ihr kurz rausgehen müsst, macht das so leise wie möglich, weil man dadurch nicht das beste Karma ansammelt, wenn man einen anderen Menschen gerade dabei stört, wenn er gerade dabei ist, sich selbst zu erkennen, was ganz wichtig ist. Und hier ist dann der Mensch so vielleicht wütend, aber das ist so erste ein, zwei Tage. Beim nächsten Tag fängt er dann entdeckt er auf einmal, oh, die Leute können auch mal lächeln, die haben auch mal ein Gesicht. Und er zwinkert dann alle zu, lächelt zu, will so kommunizieren, so über diese, was du vorhin beschrieben hast, über diese Gesten. Ne? Und er wird dann so ein bisschen freundlicher und will... Ich habe das oft erlebt, die dürfen ja nicht kommunizieren, die haben dann ihre Handys, die haben dann zwar kein Internet, auch da hast du halt keinen Empfang und so, aber die haben dann ihre Handys und dann schreiben die so SMS, aber halt so, hey, haben wir geschrieben, hier, schreib du mal auch mal was, ne? Das ist dann, also so Kommunikationsfreudigkeit. Wenn sie es dann überstanden haben, so zweiter, dritter Tag, vierter Tag, dann kriegen sie so einen Fressreiz. Sie haben vorher ganz normal einen Teller gegessen, alles gut. Und jetzt wollen sie zwei, drei, jetzt wollen sie sich noch Nachschlag holen, also sie geben sich nicht zufrieden. Das ist mit anderen Worten die Energie, die wird generiert, die kommt hoch und jede Blockade, die ihr hattet auf irgendeinem Chakra-Niveau, die Energie will raus, die kann aber nicht raus. Ihr stoppt sie, ihr habt es, okay, ich bleib bei einem Teller, alles gut, ich beherrsche mich jetzt. Am nächsten Tag geht die Energie hoch und dann merkt ihr, oh, mir wird so warm ums Herz, alles. Wir sitzen hier, schöne Atmosphäre, alle praktizieren und dann bist du gar nicht mehr in der Praxis. Du bist bei diesen schönen Gedanken, dass alle Menschen beisammen sind, so viele Gleichgesinnte, was ich ihnen wohl erzählen werde, wenn ich aus der Praxis raus bin und so weiter. Und was ich wohl meiner Familie erzählen werde und so weiter. Das ist so dieses Liebhafte, Herzhafte. Wenn dann die Energie hochgeht, das kommt aber bei den meisten gar nicht vor, also es ist relativ selten. Zum Beispiel habe ich einmal erlebt, da hat einer so eine Frage gestellt, und einem Teilnehmer hat es nicht gefallen, wie jemand auf die Frage geantwortet hat, dann hat er seine eigene Sichtweise formuliert. Er hat einen Text selber geschrieben, so einen großen Text, und hat das vorlesen, also gesagt, das ist die Antwort. Nein, das was du bist Yogalehrer, du hast dich aber getäuscht. Ich weiß besser, wie es ist, und da hat er ihm das gegeben. Das ist halt dieser typische Kampfesgeist, dieses seine Meinung durchsetzen, seinen Willen durchdrücken. Und hier fängt eigentlich eher so das Feinstoffliche an. Seht ihr diese drei Energiekanäle? Die fangen an in der Muladhara-Chakra. Irgendwer meint zum Beispiel, das ist die Kundalini-Energie. Es gibt verschiedene Ansichten. Die Energie steigt hier an und je nachdem, ob die Energie eher sattvisch, also ob sie eher dem Sattva, dem Rajas oder dem Tamas zugeneigt ist, kann die Energie auf verschiedene Art und Weise sich manifestieren und auch verschiedene Kanäle hochwandern. Alle diese Dinge, die ich vorhin hier beschrieben habe, die passieren können, das sind Erscheinungen, wenn die Energie durch die seitlichen Kanäle hoch und halt reinfließt. Dann haben wir hier zum Beispiel so Faulheit, Wut, unersättliche Wünsche, stupider Geist, Anhänglichkeit auf seinem Recht beharren. Das sind Dinge, die tauchen auf, wenn die Energie durch den seitlichen Kanal reingeht, hochwandert und auf irgendeinem Chakra-Niveau stehen bleibt. Und dieses auch Verlangen, etwas zu machen, das ist, wenn die Energie drückt und ihr könnt die Energie nicht mehr zurückhalten, die muss einfach raus. Die geht aber durch den seitlichen Kanal. In der Praxis, in der Yoga-Praxis und auch während den 10 Tagen, versuchen wir, die gesamte Energie in den mittleren Kanal reinzudrücken. Der ist halt frei von Dualität. Weil wenn wir jetzt hier haben wir zum Beispiel den Aktiven, hier haben wir den Passiven.
Hier haben wir zum Beispiel den männlichen, hier haben wir den weiblichen Kanal. Hier haben wir den Sonnen-, den Mondkanal. Also das sind so Gegensätze, gut und böse, könnte man auch sagen, oder gut und schlecht. Aber hier ist der, das ist so, wenn die Energie so fließt, wie sie ist, also eigentlich so dieses Samadhi, was wir vorhin hatten, dieses Shamatra, die, ihr seht die Dinge so, wie sie sind und die Energie fließt so, wie sie fließen muss. Und wenn sie dann in den Kanal reinfliegt, reinfließt, kommt sie irgendwann beim Ajna Chakra an. Wenn ihr aber hier jetzt seht, die Kanäle gehen hoch, hoch und hier hören sie auf. Das ist, man sagt auch, wenn die Energie hier an dem Punkt angekommen ist, hört diese Wahrnehmung von Dualität auf. Man kann dann hinter die Grenzen des Verstands eintauchen und dann kann man die Realität wahrnehmen. Wenn die Energie noch weiter hochwandert zu diesem Zentrum, das ist dieser kleine Bereich hier, den ich hier gar nicht so markieren kann, zwei Chakren. In diesem kleinen Bereich, wenn die Energie hier angekommen ist, der ist natürlich feinstofflich. Diese Kanäle, die kann man ja nicht fühlen, so, die sind feinstofflich. Aber das ist ein Äquivalent in der materiellen Welt für die Zwirbeldrüse, die verantwortlich ist für irgendwelche meditativen Erlebnisse oder auch, das ist wie ein Portal zur Anderswelt, würde ich mal so bezeichnen. Das heißt im Yoga Brahmaranda, auf Deutsch Zwirbeldrüse. Also natürlich, Zwirbeldrüse ist ja, das ist ja ein Organ, aber das ist etwas Feinstoffliches. Aber in den Schriften heißt es so, wenn deine Energie bis zum Brahmaranda angekommen ist und die Dualität des Ajna Chakra verlassen hat, dann geht sie über einen Kopfscheitel, ihr habt auch hier so einen Kopfansatz, dann geht die Energie da raus und dann könnt ihr halt auch andere Welten bereisen oder das, was ihr vorhabt in der Praxis, könnt ihr dann erleben. Je nachdem, welche Ziele ihr habt für die Praxis. Ja. Und ihr müsst euch das vorstellen, wenn ihr 10 Tage Vipassana vor euch habt und dieser Zustand, manchmal können die Leute gleich in ihn eintauchen, manchmal brauchen die Leute mehrere Tage. Mal angenommen, provisorisch, ab dem 6. Tag seid ihr ungefähr auf diesen Niveau angekommen. Wenn ihr jetzt jeden Tag, jedes Mal, wenn ihr eine Begierde habt, zum Beispiel, ich will mehr essen, dann holt ihr euch Nachschlag. Ich will mehr essen. Also ihr, wenn jedes Mal, wenn ihr euch von eurer Begierde leiten lässt, bringt ihr euch noch, braucht ihr noch einen Tag länger, um hochzukommen. Das heißt, versucht wenigstens für diese 10 Tage oder wenn ihr mal vorhabt, das zu machen, und auch wenn ihr zum Beispiel in diesem Seminar seid, versucht wenigstens in dieser Zeit eure gewohnten Begierden nicht zu realisieren. Wenigstens für 1-2 Tage. Und ihr werdet zum Beispiel nach Hause kommen und merken, dass ihr damit auch viel einfacher umgehen könnt. Einfach nur, weil die Energie angestiegen ist, die Dinge sind nicht mehr für euch so interessant. Weil oft ist es auch eine bestimmte Umgebungssituation oder die Energie in der Stadt oder in der Umgebung, die einen zu gewissen Dingen motiviert. Aber oft sind irgendwelche Gewohnheiten, die ihr habt, gar nicht eure Gewohnheiten. Die sind euch künstlich aufgedrückt worden, also energetisch auch kreiert worden. Viele Dinge waren vorher gar nicht da. Ich würde sogar sagen, 90% von allen Gewohnheiten, die ihr habt, die euer ganzes Leben mit euch schleppt, die sind gar nicht ihr selber. Ihr habt euch für eine kurze Zeit damit identifiziert, aber in Wirklichkeit seid ihr über dem. Also das ist das, was einen Menschen von einem Tier unterscheidet, dass er seine Begierden unter Kontrolle hat und auch seine Instinkte und er sie dann einsetzt, wann er sie braucht. Und heute versucht man die Menschen halt so tief zu bringen auf dem Tierniveau, dass sie wirklich nur nach Wünschen sich leiten lassen, leider. Und wenn ihr jeden Tag so geduldig an euch arbeitet, nach und nach, dann kann es so einen Sprung nach oben geben. Auch, und dann, je nachdem, welche Praxis man macht, je nachdem, welches Ziel man anstrebt, man kann sich die Ziele von seiner Vipassana, man kann sich an seine vorigen Existenzen erinnern, man kann für sich ungelöste Konflikte lösen, man kann zum Beispiel aus dem Unterbewusstsein gewisse auch Ängste verarbeiten, wenn man sie in der Meditation erlebt, ist es besser, als wenn man sie reell unvorbereitet, zum Beispiel, wenn jemand Angst vor Hunden hat oder Angst vor Spinnen, ja, könnt ihr euch in der Meditation so einen Hund oder so eine Spinne visualisieren und einfach mit ihr kommunizieren und fragen, was ist dein Problem oder warum verfolgst du mich? Also, und so mutig gegenübertreten, weil in der Meditation habt ihr vollkommene Kontrolle über den Prozess. Wenn es euch unangenehm werden sollte oder wenn ihr merkt, da zieht was ich oder irgendwie, ich will das gerade nicht sehen, was ich sehe. Ihr könnt einmal so machen, einmal die Augen aufmachen oder einmal euch zum Beispiel so an die Erde berühren und euch versichern, okay, ich bin jetzt hier und dann seid ihr wieder zurück. Das ist wie, ihr habt vollkommene Kontrolle über den Prozess. Da gehen wir zum Beispiel weiter in das Thema, sogenannte Drogen oder Bewusstseinserweiterer, LSD, Cannabis, teilweise auch Alkohol. Das hat eigentlich einen Ursprung auch im Yoga. Man hat für eine ganz spezifische Menschenkategorie, die nicht fähig waren, Yoga zu praktizieren und solche Dinge zu erleben in der Praxis, hat man für sie manchmal ganz kleine Mengen an Substanzen beigemischt, damit sie ihr Bewusstsein ein bisschen erweitern und was Feinstoffliches sehen. Das waren meistens Materialisten, die sich nur auf die Materie abgespitzt haben. Drogen haben
kurzzeitig einen Effekt, die einem das Gleiche liefern können, was in der Meditation passiert, die aber die Energie auf dem Koordinatensystem gezeichnet, fängt jetzt der Yoga-Praktiker hier an und der Drogenkonsument auch. Beim Drogenkonsument, der erlebt kurzzeitig so ein Hoch, also der erlebt halt irgendwas in der Praxis und dann geht das so eine Flaute nach unten. Und der Yoga-Praktiker, der muss erstmal ein bisschen Mühe aufbringen und dann wächst seine auch feindschaftlichen Erfahrungen und seine Yoga-Praxis exponentiell hoch. Und während ihr bei der Yoga-Praxis Energie dazu gewinnt, verliert ihr beim Drogenkonsum Energie leider. Sonst bräuchten wir diese ganze Askese nicht. Also ihr müsst euch merken, ohne Mühe, ohne Askese gibt es keine Entwicklung. Ihr müsst immer etwas geben, immer euch ein bisschen bemühen, damit ihr irgendein Ergebnis seht. Ich habe auch zum Beispiel mit Leuten gesprochen, die das auch gemacht haben, wie Vipassana. Die hatten vorher nichts mit Yoga zu tun. Und die haben, ohne viel Mühe aufzubringen, haben die irgendein Ergebnis erreicht in der Praxis. Und ich sage, ja Kollege, du hast jetzt, das ist wie ein Kredit, du hast jetzt kurzzeitig ein Ergebnis bekommen, du hast kurzzeitig Geld bekommen und da musst du dreifach und vierfach mehr arbeiten, um diese feindschaftliche Erfahrung mit deinen Worten abzuarbeiten. Aber wenn du 5 oder 6 Tage so richtig krass dabei warst und dir richtig viel Mühe gegeben hast, dann bekommst du auch das Ergebnis, was deine Mühe würdig ist. Das ist immer so, das, was du an Mühe aufbringst, das bekommst du auch. Wenn du keine Mühe aufbringst, wenn du nur nach deinen Begierden folgst, dann bekommst du auch nichts. Und das ist einfach so. Da mag vielleicht jemand von euch sagen, ja, aber dann gibt es so einen reichen Milliardär, der hat Yachten und der hat Häuser und Villen und so weiter und der lebt genau das Gegenteil von einem Asketen. Das ist ein von einer Millionsten Fall. Ein Mensch, der im letzten Leben sehr viel Askese gemacht hat und einfach nur vergessen hat, dass er auch vielleicht ein krasser Yogin war. Und das ganze Potenzial, was er angesammelt hat, das sehen wir jetzt in seinen Yachten. Aber wenn er stirbt, kann er keine einzige Yacht, kein Geld mitnehmen. Und dann ist sein Leben vorbei und dann wird er sehr übel die Konsequenzen davon tragen. Das ist ja auch sogar so, wenn ihr wohnen wollt, dann müsst ihr Geld bezahlen für das Haus. Wenn ihr, weiß nicht, euch Essen kaufen wollt, müsst ihr erstmal was geben und dann bekommt ihr das Essen. Das ist ein Prinzip, das funktioniert sowohl in der geistlichen Welt als auch im materiellen. Erstmal was geben und dann könnt ihr was bekommen. Andersrum ist es ganz selten und ganz Ausnahme. Genau, welche Effekte hat man noch bei einer Vipassana? Ihr könnt zum Beispiel feststellen, dass wenn ihr so ganz krass beharrt wart an euren Körper oder auch an eure Begierden, dann könnt ihr einfach feststellen, dass ihr gar nicht euer Körper seid, dass ihr noch andere Körper habt. Weil mit dem Körper ist es nicht vorbei. Wenn ihr stirbt, ich weiß nicht, ob jemand schon mal eine Nahtoderfahrung gemacht hat oder noch nicht. Keiner. Wieso holt er mich zurück, ne? War doch so schön dort. Ne? Aber konntest du feststellen, dass du mit deinem Körper wenig Verbindung hast in dem Moment? Du bist ja dann irgendwo anders in dem Sinne. Also eine Art außerkörperliche auch Erfahrung, oder? Also ganz einfach vielleicht auch zu erklären, wenn zum Beispiel, da kommt ein Mensch, der ist sehr angenehm, der ist so redensfreudig, der ist so kommunikationsfreudig und man fühlt sich gerne in seiner Nähe. Dann ist man gerne in dieser sogenannten Aura oder in seinem Energiefeld. Und dann gibt es Menschen, die sehen vielleicht auch ein bisschen komisch aus und die gucken einen auch so an und man möchte gar nicht in dieser Nähe sein, da stößt du ein bisschen ab. Obwohl ihr habt ja gar nicht die Menschen berührt oder ihr seid gar nicht zu nah an ihn reingekommen, aber ihr merkt, es gibt Menschen, mit denen bin ich gerne zusammen und andere, mit denen bin ich gerne nicht gerne zusammen. Weil ihr müsst euch vorstellen, euer Energiekörper oder euer Astralkörper, ganz ehrlich, man kann viele Begriffe dafür finden, aber sagen wir mal, euer anderer Körper, der hat viel größere Grenzen. Der kann manchmal auch 10 Meter oder so sein und jeder Mensch, der da reinkommt, ihr könnt ihn auch spüren teilweise. Ihr könnt ihn auch hören und wahrnehmen. Das ist auch eine Methode, die man machen kann. Ich empfehle, das klappt vor allem gut mit der Atmung. Wenn ihr gut euren Verstand und Kontrolle habt, einfach nur um festzustellen, dass es eine andere Realität gibt, außer euren Körper. Das ist nicht schwer und es gibt viele Techniken auch so, jenseits des Yoga, aber das sind verschiedene Effekte, die man mit der Vipassana oder mit der Meditation erreichen kann. Ja, wenn ich so zurückblicke noch an meine 10-tägige, ich habe ja berichtet, dass es bereits relativ viele Effekte gab. 10 Tage. Ja, man muss
ich bestätige an meinem Beispiel und an Beispiel von anderen, man muss wirklich viel Mühe investieren. Man nimmt sich das vor und man zieht es auch bis zum Ende durch. Wir hatten zum Beispiel einen, der ist nach 2 Tagen abgereist. Ich weiß nicht, ob das geplant war, ob er länger bleiben wollte, aber der ist dann nach 2 Tagen abgereist und da hat der andere Kollege, die haben zusammen im Zimmer gewohnt, der hat auch gesagt, ja, wo ich gesehen habe, dass der nach 2 Tagen weg war, dann habe ich auch schon versucht, das weiter zu suchen. Aber der hat dann durchgehalten und der hat dann nachher auch seine Ergebnisse dann erreicht. Ja, wenn ihr euch vornehmt, zum Beispiel 10 Tage irgendwas zu machen und nach dem 5. sagt ihr, nee, jetzt ist Schluss, das heißt, euer Verstand hat über euch Kontrolle genommen und solltet ihr zurückkehren in die Gesellschaft, werdet ihr für die nächste Zeit nicht mehr Herr eurer eigenen Sinne. Also ihr werdet komplett gesteuert. Die Umgebung um euch herum wird euch komplett alles steuern. Wenn ihr euch schon irgendwas vornehmt, macht es zum Ende. Macht es bis zum Ende. Wenn ich bei mir muss ich allerdings dazu sagen, es gab eine Praxis, die bei mir sehr gut geklappt hat. Und das werdet ihr auch bei euch feststellen. Wir hatten vorhin das Mantra, das Pranayama, die Visualisierung, die Konzentration und die Gehpraxis. Eine von den 5 wird bei euch sehr gut klappen. Warum auch immer, es kann verschiedene Gründe haben. Ich sehe es so, dass ihr in dieser Praxis in den letzten Leben am meisten Erfahrung gesammelt habt. Und deshalb könnt ihr von den 5 eine ganz besonders gut. Und ihr werdet euren absoluten Favoriten finden, auch vielleicht auf diesem Seminar. Und ihr werdet das dann sehr ausführlich und sehr gezielt praktizieren. Und das wird auch bei euch sehr gut klappen. Und zum Beispiel die Pranayama ist bei mir problemlos verlaufen, so 2 Stunden komplett sitzen. Aber die Visualisation, die hat gar nicht geklappt. Und da muss man sehr viel Mühe aufbringen. Und da habe ich mich mal aufgeregt, warum das nicht geklappt hat. Und ich konnte es einfach nicht ab, warum das nicht geklappt hat. Aber ich habe mich dann trotzdem beruhigt. Teilweise musste ich sogar Kompromisse mit meinem Verstand eingehen. Ich habe gesagt, okay, du konzentrierst dich jetzt wenigstens ein bisschen drauf. Und wenn das vorbei ist, dann gibt es ein Leckerli, so, weißt du? Das war aber dann ein Fehler, weil da hat mich der Verstand reingekriegt, auch eine längere Zeit noch. Der wollte nicht nur einmal das Leckerli haben. Aber, naja. Obwohl, ich habe mich sogar mit ihm abgesprochen, aber er hat mir das gar nicht gegeben, was ich wollte. Das ist wie mit dem Kind. Du sagst jetzt, nein, du bist jetzt ruhig. Aber nein, er will jetzt nicht ruhig sein. Und ist egal. Das ist wie ich vorhin sagte, der Verstand ist wie ein Kind. Argumentation und Logik hilft da nicht. Man muss gewisse Traditionen sagen, man muss da richtig hart, man muss den greifen. Und früher hat man zum Beispiel mit dem Gürtel gehauen und da muss man mit dem Gürtel hauen auf den Verstand. Oder ihn so richtig in solche Grenzen, in solchen so eindämpfen, so einschränken, dass er gar keinen Ausweg mehr hat. Andere Traditionen sagen, man muss das ein bisschen sanfter angehen. Zum Beispiel die Askese so ganz langsam der Atmung und dann immer weiter strecken und mit dem, wie sich der Verstand beruhigt, mit der Kurve, zum Beispiel, er beruhigt sich immer mehr und man macht immer mehr Askese. Ich sage, manchmal klappt das so, manchmal klappt das nicht so. Bei mir ist so, ich versuche mal beides zu kombinieren, tagesabhängig. Manchmal ist der Verstand komplett wild, dann braucht man auch eine bisschen wildere Peitsche. Manchmal ist er ein bisschen sanfter, dann kann man auch sanfter rangehen. Ja, manchmal lässt er dich auch die Praxis wirklich machen. Zum Beispiel, dann tauchst du gleich in den ersten 15 Minuten komplett ein, dann bist du gut bei der Praxis dabei. Und bei mir war es so, es gab natürlich so kleine Erfahrungen, es gab so irgendwelche Bilder oder ich habe so Energie gespürt, aber das war für mich alles nichts. Also ich habe noch nach weiteren Ergebnissen und nach weiteren Antworten gesucht. Für mich war so diese einfachen Dinge, das war für mich nichts Besonderes. Und das war so am 8. Tag, auch während der ersten Praxis, so die ersten 2 Stunden, habe ich kaum ausgehalten. Es war schwer, nicht vom Körperlichen her, vom Verstand her. Zum Beispiel, ihr würdet meinen, wenn ich jetzt im Lotus sitze, dann habe ich ja keine Probleme in der Praxis. Aber nur weil ich mit dem Körper keine Probleme habe, heißt es noch nicht, dass ich mit dem Verstand noch nicht klargekommen bin. Das heißt, der Verstand macht sogar viel mehr Mühe als der Körper. Wenn ihr den Körper gemeistert habt, dann ist dann der Verstand dran. Und der Verstand macht manchmal viel mehr zu schaffen. Und ja, der Kompromiss hat, wie gesagt, wie ich schon sagte, nicht geklappt. Ich war auch teilweise so wütend. Ich habe gemerkt, einfach so auf allen Chakren, da ist so ein Beben, so ein richtiges Beben. Also da musste was her. Und ich konnte mich aber noch relativ gut beherrschen. Habe dann eine Praxis ausgesetzt, wollte einfach zur Ruhe kommen. Und dann bei der Mittagspraxis habe ich gar nicht gemerkt, die Praxis hat angefangen. Ich habe schon vergessen, was alles vorher war, eingetaucht. Und dann nach 10 Minuten Praxis eingetaucht. Und dann die restlichen 2,5 Stunden komplett vergangen, also so komplett in der Praxis gewesen. Da habe ich festgestellt, einen entscheidenden Punkt,
ihr müsst eine Motivation haben für eine Praxis. Wenn ihr zum Beispiel rangeht an eine Praxis, ihr müsst fasziniert sein. Jetzt nicht zum Beispiel, ihr habt euch ein Ziel aufgestellt, ich will auf jeden Fall wissen, was im letzten Leben war, sonst war das ja alles umsonst. Sondern ihr habt eine tiefe innere Motivation, die euch dazu bewegt hat, überhaupt zu praktizieren. Für mich ist das zum Beispiel, anderen Menschen zu helfen und damit mein Leben halt danach ausgerichtet ist, dass ich maximal anderen helfen kann. Und das Vipassana habe ich dazu gesehen, als Motivation, mich besser kennenzulernen, um dadurch halt vielleicht gewisse auch praktische Erfahrungen anderen Menschen weiterzugeben. Und so findet jeder von euch seine eigene Motivation. Und in dem Augenblick, wo ihr dann die Motivation geformt habt für die Praxis, dann ist es, ihr werdet richtig viel Mühe aufbringen, um das zu erreichen. Und ihr müsst, ich bin sogar überzeugt, dass ihr zu dem Punkt kommen müsst, wo ihr komplett verzweifelt seid, weil die Praxis überhaupt nicht klappt. Ihr seid sogar kurz vorm Aufgeben. Und ihr seid in einer richtigen Flaute, ihr seid eine richtige Flaute. Und hier ist, ihr seid halt schon im Sumpf. Also hier ist halt der Sumpf und ihr seid noch, das sind so eure Beine. Es geht noch tiefer in den Sumpf, aber euer Kopf, der ist noch hier so, der ist so kurz vorm Ersticken. Geht ihr aus, dann geht's so runter, dann noch so das letzte Einatmen. Und dann sagt ihr, ich gebe mir noch mal ein bisschen Mühe. Und dieses kleine Tropfen, das war so das Trampolin hier. Wenn man sagt ja auch, wenn man richtig tief kommt, das ist wie so ein Fall von einem richtig hohen Berg. Das ist ein richtig hoher Berg und hier ist so ein dickes Trampolin. Ihr fallt von richtig weit oben und dann fallt ihr, dann spannt sich das, ihr seid ganz tief angekommen und sagt, jetzt gebe ich Gas. Und dann das Trampolin katapultiert euch noch höher als der Punkt, von dem ihr sogar weggesprungen seid. Und dann kommt ihr in der Praxis viel weiter, kommt ihr von der Selbsterkenntnis viel weiter. Und ich habe bei mir festgestellt, die Erfahrung, die ich da gesammelt habe, die hat Auswirkungen gehabt bis auf noch ein halbes Jahr meines Lebens. Also das ist ein halbes Jahr vergangen und bis jetzt erlebe ich teilweise noch Veränderungen, die mit der Vipassana zusammenhängen, die ich jetzt im Februar gemacht habe. Das ist fast ein Jahr her. Jetzt zum Beispiel habe ich beobachtet, im September hat schon bei mir eine andere Entwicklungsphase angefangen, aber bis September, sage ich mal, gab es Auswirkungen. Also ein halbes Jahr, müsst ihr euch vorstellen. Es ist nicht nur mit 10 Tagen vorbei. Ihr habt euch aus dem Inneren verändert. Ihr habt 10 Tage Mühe gegeben, ihr habt eure Energie komplett verändert. Also es kommen Erkenntnisse, die vorher nicht da waren. Ihr schlagt ein altes Buch auf, ihr lest Dinge raus, die vorher einfach nicht da waren, aber die ihr jetzt sehen könnt, weil ihr jetzt mini erleuchtet seid. Bis zur Erleuchtung ist noch lange, aber... Ja, weil eigentlich... Es gibt ja auch den Begriff zum Beispiel Buddha. Habt ihr schon mal gehört? Buddha? Ein Buddha, Buddha Shakyamuni. Ja, habt ihr das schon mal gehört, oder nicht? Buddha, genau. Auf Russisch heißt Buddha Budzits, das heißt ein Erwachter, jemand, der erwacht ist, einfach nur. Buddhas, wenn wir eine Mini-Erleuchtung haben, sind wir auch für einen kurzen Moment auch Buddha geworden. Nun, das, was halt den Buddha, der historischen Buddha unterscheidet, er hat in allen Gebieten der Erleuchtung gereicht und wir halt nur in unserer Praxis oder jetzt kurzzeitig eine Erleuchtung gehabt. Wir sind für eine kurze Zeit Buddha gewesen, weil wir auch bis zu einem gewissen Punkt diese Buddha-Natur besitzen oder dass wir danach streben, klarer und bewusster zu leben und erleuchteter. Aber wir haben halt noch einen langen Weg vor uns. Gibt es zu diesem ganzen Konstrukt, was ich hier so aufgemalt habe, irgendwelche Anmerkungen? Ja, und dann kommt ihr zum Beispiel nach Hause von so einem 10-Tage-Seminar. Ihr blickt auch ganz anders auf die Welt. Ihr seht, es tun sich Veränderungen da, wo ihr niemals erwartet hättet, dass sich da überhaupt irgendwas tut. Es kann auch komplett euch komplett das Gegenteil von dem erwarten, sowohl zum Positiven als auch zum Negativen. Aber sogar wenn etwas Negatives kommt, werdet ihr das nicht als schlecht sehen, sondern ihr werdet das als Entwicklung sehen. Eure Einstellung ändert sich. Also eure Schablonen oder Konventionen, die verändern sich vollständig. Ja. Ja, wenn man allein ist, man ist wirklich mit sich selbst, mit seiner Energie, man wird weniger gestört in dem Sinne. Aber man muss selber sich motivieren können. Man muss sich selber, und ich muss jetzt eine vulgäre Sprache verwenden, aber man muss sich selber in den Hintern oder in den Arsch treten können, um sich zu motivieren. In der Gruppenpraxis zieht man sich gegenseitig hoch. Manchmal hat man eine Flaute, manchmal hat der Nachbar eine Flaute, aber dann
Das zieht halt einen hoch. Übrigens auch sehr interessant. Man sitzt dann so neben Leuten und man denkt sich auch mit dem Verstand, was könnte jetzt der andere meinen oder wie ist jetzt, was hat er für Ergebnisse? Und dann stellt man fest, wenn die anfangen zu reden, der, von dem man glaubte, dass er komplett null war, der hat alles erreicht in der Praxis, und der, von dem man glaubte, das ist mega der Praktiker, der hat eigentlich jetzt nichts Besonderes in dem Sinne erreicht. Das ist halt in der Gruppe, ne? In der Gruppe zieht man sich gegenseitig hoch. Manchmal muss man selber auch was auf sich nehmen. Oder für die ganze Gruppe mal einen Tag mit asketieren sozusagen. Aber ich denke, für Anfänger ist es in der Gruppe besser und geeigneter. Das war ja auch bei Buddha so, die haben, wenn sie solche Retreats oder solche Vipassanas gemacht haben, immer in der Gruppe, also unter Anleitung von dem Lehrer oder von einem Meister, der schon mehr in der Praxis erreicht hat. Alleine irgendwo zu leben oder sich zurückzuziehen, da muss man auch schon sehr gut vorbereitet sein. Man muss wissen, welche Fallen der Verstand einem stellen kann, welche Begierden können auftauchen, weil man kann sich auch manchmal überhaupt nicht kontrollieren. In Tibet werden die Leute teilweise eingemauert in eine Höhle, wenn sie für 3 Jahre geschickt werden in die Praxis. Eingemauert, und wird nur ein kleines Loch übrig gelassen, wo dann das Essen gereicht wird. Weil wenn du da eine Tür einbaust, dann tritt die Tür ein, dann entflieht er. Der rennt vor seinem eigenen Verstand weg, so nach dem Motto. Wird dann verrückt. In der Vipassana, ich habe auch selber meinen eigenen Wahnsinn erlebt. Weil du wirst wirklich, du bist verrückt, du bist auch in dem Zeitpunkt, wenn irgendwas nicht passt, du kannst auch alles um dich herum zerstören oder einfach mal die Türen schmeißen oder anschreien vielleicht nicht, aber so auftreten, dass du andere Leute verschreckst oder so, da muss man manchmal aufpassen. Und wenn da halt so ein Mensch ist, der dich vielleicht durch das Ganze leitet, der dir den einen oder anderen Tag so Anleitungen gibt, der kann dich dann besser durch die ganze Praxis bringen, durch deinen eigenen Wahnsinn. Weil die Leute haben ja auch selber einen Wahnsinn erlebt, durchlebt. Wenn ihr zum Beispiel so Biografien von Yogis liest, ihr werdet auch feststellen, das waren auch keine heiligen Menschen früher. Die haben teilweise Schwierigkeiten gehabt, die noch heftiger waren, als die wir haben. Und wir beschweren uns manchmal, wie schwer es uns fällt. Für die war es noch schwerer, und die haben noch ein viel unsittlicheres Leben geführt als wir. Und die haben es trotzdem durch Bemühungen, durch immer wieder sich ransetzen, immer wieder Askese, haben die es geschafft, das Ganze zu überwinden. Ja, Fragen generell jetzt zum ganzen Thema oder zu Vipassana oder zu Anmerkungen? Ja, Manuel, weißt du, es ist auch so, durch langtägige Praxis kann man schaffen, sein komplettes Bewusstsein von einem Chakra auf das nächste zu befördern, und man nimmt dann ab jetzt die gesamte Welt komplett anders wahr. Man fällt dann nicht mehr in das alte Muster zurück. Das kann auch manchmal passieren. Oder wenn sich Leute erinnern, zum Beispiel, sie hatten einen Konflikt mit einem ehemaligen Ehepartner gehabt in diesem Leben, und sie erinnern sich, was sie für eine Beziehung hatten im vorigen Leben, dann können sie sehr viel verzeihen, weil sie einfach verstanden haben, die Ursache liegt gar nicht bei den Menschen, sondern das, was ich ihm im letzten Leben angetan habe, und das hat er mir in diesem Leben angetan. Also was ganz interessant. Du wolltest noch was ergänzen? Übrigens, dieses Beobachten, ich erlebe immer wieder, dass das Beobachten oder das Wahrnehmung oder das sich bewusst werden von etwas, das ist eigentlich das, was unsere ganze Existenz so in dem Sinne bestimmt. Egal, was für eine Erfahrung wir machen, sogar nachdem wir sterben, unsere Wahrnehmung, die hört halt nicht auf. Also wir können immer wieder wahrnehmen oder Beobachter sein. Auch zum Beispiel beobachten, wie wir reden mit Menschen und wir beobachten es einfach von der Seite. Was werde ich jetzt sagen? Wir lassen es so vor sich hin passieren, so automatisieren. Und wir beobachten es von der Seite, und das ist auch ganz interessant. Deshalb habe ich vorhin gefragt, ob jemand sich schon mal seinen Tod simuliert hat. Weil nach dem Tod tatsächlich, wenn man stirbt, dann, man ist ja tot, aber man kann trotzdem noch wahrnehmen und man erlebt den Prozess. Und dann wandert man weiter und dann ist man wieder irgendwo. Aber diese Wahrnehmung und dieses Beobachten, das hört halt nie auf. Weil das Ego wird zerstört in dem Leben, aber unsere, wie gesagt, Wahrnehmung oder das Bewusstsein, das bleibt weiterhin erhalten. Das ist ganz interessant. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema, das könnte wieder länger gehen. Erfordert auch sehr viele praktische Hintergründe. Aber ich denke, wir haben heute ganz gut über diese Technik gesprochen. Ich denke auch, wie gesagt, einige von uns kennen unsere Videos schon, vielleicht auch bei Facebook oder bei YouTube. Da werden wir auch Informationen nach und nach hochladen, auch zu dem nächsten 10-tägigen oder 2-tägigen Wochenend-Vipassana hochladen, damit ihr euch das durchlesen könnt, ob das was für euch ist, ob ihr euch
dafür anmelden wollt. Und ja, wir werden uns bestimmt nochmal so sehen oder auf so eine Vipassana, denke ich mal, zusammen praktizieren.